Kaspars Petrovs wurde 1976 in Grobina, einer lettischen Kleinstadt, geboren. Er war Sohn eines Arztes, wuchs aber trotzdem in einem instabilen sozialen Umfeld auf. Zwar schaffte er seinen Hauptschulabschluss, jedoch hatte er keine Ausbildung, weshalb er sich mit Hilfsarbeiterjobs durchschlagen musste. Einige Medien berichteten auch, dass er einige Jahre obdachlos war. Nach der Jahrtausendwende begann er, sich sein Einkommen aufzubessern, indem er raubte und mordete. Er suchte sich vornehmlich ältere, unverheiratete Frauen auf Märkten und gewann ihr Vertrauen, indem er ihnen anbot, ihren Einkauf nach Hause zu tragen. Eine weitere Methode von ihm war es, sich als Gasmann getarnt, mit dem Auftrag, den Gaszähler abzulesen, Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. In der Wohnung erwürgte Petrovs die unachtsamen Bewohner mit einem Handtuch und legte sie anschließend ins Bett, damit es aussah, als würden sie schlafen. Seine Beute waren Bargeld und Schmuck, aber auch Lebensmittelkonserven. Insgesamt erbeutete er von 2000 bis 2003 Geld und materielle Dinge im Wert von rund 35.000 US-Dollar. Die Polizei stieß nur zufällig auf Petrovs als Mörder. In der Wohnung eines Opfers fand man seine Fingerabdrücke und glich sie mit einer Datenbank ab. Da Petrovs wegen kleinerer Delikte schon polizeilich bekannt war, gab es eine Übereinstimmung. Am 3. Februar 2013 nahm man ihn wegen Mordverdacht fest. Er wurde des Mordes in mindestens 30 Fällen angeklagt. Petrovs, der von den Medien als Bürger von Riga betitelt wurde, bereut die Morde und bat die Angehörigen der Getöteten um Vergebung. Er machte seine Eltern für die Mordserie verantwortlich. Ich wusste, ich kann nicht so viel Geld verdienen, wie es meine Familie verlangte. Deshalb wurde ich kriminell, sagte er vor Gericht. Ich kann die Toten nicht wieder lebendig machen, aber ich wünschte, sie wären noch immer am Leben und nichts wäre passiert und ich wäre nie da gewesen. Ich würde lieber auf der Straße sitzen und nach Brot und Wasser betteln, sagte er. Ich wollte sie nur ausrauben, nicht töten. Petrovs wurde des Mordes in 13 Fällen schuldig gesprochen und bekam eine lebenslange Haftstrafe.